Ja, hallo, und da sind wir wieder da bei Marvel Avengers Alliance. Ja, wie ihr merkt, ist der Ton aus. Ja, das hat auch seinen Grund, weil ich hatte alles auf minimal gestellt und es gab oft Beschwerden, dass der Sound zu laut ist und meine Stimme nicht hörbar ist. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht, dass die Musik aus ist und wir nur noch den Spielsound hören, damit ihr mich hören könnt. So. Wir kommen jetzt heute zum Finale der Spezialoperation. Wie ihr seht, mal wieder nur noch ganz knapp 10 Stunden und ein bisschen was. Und ich bin jetzt hier. Wir sind jetzt hier bei Besiege den epischen Morlun. Haben wir schon ein paar Mal. Also einmal. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, schon viermal alle gemacht. Um auf 3 Sterne zu kommen. Oder dreimal, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall schaffen wir das, weil wir haben ja alle Helden. Und wir kriegen als Lohn einen Kommandopunkt. Und Freunde, ich bin ehrlich gesagt froh, wenn wir diese Spezialoperation hinter uns haben. Denn dieser Spinnensinn, den die da dauernd haben, der geht mir derbe auf den Sack. Ohne Scheiß. Der geht mir tierisch auf den Sack. So, die Texte brauchen wir alle nicht. Wir hatten sie ja alle schon. Es geht jetzt einfach nur darum, schnell durchzurennen und dann haben wir Sylt am Start. So, wir packen die jetzt nochmal alle rein hier. So, schnell, schnell. Wir nehmen natürlich erst die große Gefahr. Ja, ich habe die ganze Zeit mit Taskmaster und Gambit gemacht. Gambit ist aber mittlerweile im Training für Level 14. Ich nehme jetzt diese hier. Ist gar nicht so schlecht. Taskmaster und Thor. Ich suche halt so viele wie möglich, die halt die so viele Bereichsangriffe wie möglich machen und alle angreifen, weil das so vermeidet man nämlich, wenn sie alle angreifen, vermeidet man den. So, ja, das fängt ja schon mal direkt gut an hier. Ja, was Neues ist noch nicht bekannt, was irgendwann kommen soll. Das heißt, wir werden uns danach erstmal schön in den schauen, glaube ich. Oder ich werde erstmal versuchen, die anderen Helden zu holen. Ich muss einfach nochmal nachgoogeln, welche Helden ich alle für Kapitel 1 und Kapitel 2 brauche. Und die werde ich mir dann erst auch mal alle besorgen. Beast war auf jeden Fall mal irgendwo dabei. Nightcrawler war auf jeden Fall irgendwo dabei. Auch. Da ist auf jeden Fall was zu tun. So, und dieses verhedderte Netz geht mir jetzt schon tierisch auf den Sack. Außerdem müssen wir Tor auch mal ein bisschen heilen. So, dann kommt Tony Stark. Mit Rescue. Da ist mal Gott sei Dank nichts passiert. So, dann stärken wir ihn mal. Also stärken, beziehungsweise stärken uns alle. Und dann mal ein bisschen aufgeräumt. So, jetzt muss ich versuchen, ihn hier Platz zu kriegen. Ja, und da ist auch schon wieder dieser Spinnensinn und das ist ätzend. Boah, das macht mich so wütend. Macht mich so nervig. Oh, dass der. Ach du Scheiße. Dass das vorbei ist. Ich glaube, ich werde auch gleich mal Taskmaster switchen. Es hat nicht ewig Sinn. So, ich muss jetzt schon den Bonbon einmal rausholen. Ansonsten sieht es böse aus. Ihr seht, der Schaden ist jetzt nicht gerade wenig. Hui. Hebeball. Schön daneben. So, und diesmal klappt es. So, ist der erste schon mal weg. Ja, die großen Gefahren, die dauern immer extrem lang. Ich werde, glaube ich, Taskmaster gleich durch Hybrid austauschen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Aber ich tippe mal schon. Wir werden jetzt auch danach auf jeden Fall Level aufsteigen. Ein Gold werden wir uns definitiv auch noch holen. Weil wir hier definitiv am Ende 4 Sterne erreichen. Ja, für die dritte Forschung, dritte Waffe zum Verbessern bräuchten wir 4 Sterne in allen Spezialoperationsmissionen.
Das werde ich aber nicht hinkriegen. Aber viel wichtiger ist für mich eigentlich, dass wir Level 400 erreichen. 400, 300 erreichen. Weil dann kann ich endlich das ganze Silber, was wir gesammelt haben, ausgeben und das alles in die Kristalle stecken. Und auch die nächsten neuen Waffen haben dann alle ihre mögliche Entfaltung. Werden, weil mehr als Level 300 geht ja, wie man weiß, bekanntlich nicht. Und darauf freue ich mich schon extrem. So. Der verabschiedet sich gleich von alleine. Hoffe ich. Da kommt mal kein Spinnensinn zum Tragen. Das ist jetzt Latte. Und da ist der Spinnensinn schon wieder. Dann macht man es einmal so und dann... Nee. Er hat nicht mehr viel, aber trotzdem. Die erste große Gefahr ist geschafft. Wir steigen jetzt Level auf. Wir sind dann auf Level, boah, da fragt mich jetzt was. 296, noch 4 Stufen. Und wir haben es geschafft. Ja, Jack-O-Lantern taucht gerade auf. So, wir haben 18 Gold, 32 Kommandopunkte, wir haben also schon wieder 68. Falls bei irgendwas wieder ist. So, du wirst jetzt erstmal ausgetauscht. Durch Hybrid. Und ich glaube, ich tausche auch Tor aus. Ach nee, komm, Tor lassen wir. Nee, Tor können wir lassen. Ja, auf jeden Fall wird das jetzt immer so sein bei Marvel, dass wir die Musik generell jetzt immer auslassen, damit ihr mich auch versteht. Und ja, ist einfach besser so. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Das ist alles auf 1. Das ist alles so niedrig. Niedriger kann ich sie stellen. So ist der Tod komplett aus. Ja, und das tat natürlich wieder weh. Ist natürlich wieder die falsche Klasse für Tor. Aber das ist jetzt Latte. Nagelschlag, Eingenetze. Das ist ihm eigentlich, glaube ich, fast Latte. Ja, wir nehmen jetzt erstmal Lascher. Fummeln unflankiert. Das finde ich geil. Und da ist das Wüten wieder weg. Und jetzt kommt Agent SUG Pinguin noch nicht. Den spare ich mir auf. So, und der stirbt schon. So, dann machen wir schon mal die Macht vom Mjölnir rein. Und dann hoffen wir, dass das keinen Spinnensinn gibt. Nein. Nummer 2. Und das war's dann auch endgültig. Und die Welle ist schon mal erledigt. Und dann haben wir noch 2. Oh, er macht einen Lückenfüller rein. Er hat einen Nahkampf. Schön, wie er auf Hybrid geht. Jetzt kriegst du den schon mal ab. Jetzt kommt Agent SUG Pinguin. Er hat das Set komplett, so wie ich das sehe. Fast tödlich. So, und jetzt wollen wir draufhauen. So, jetzt machen wir einmal so. So, der Kampf ging schon mal schneller. Also mit Hybrid, das war schon mal eine bessere Lösung. Ja, nächster Einsatz. Nächster Boss taucht auf. Das ist Carnage. Und jetzt kommt Agent Venom rein. Zack, zack, zack. Und jetzt machen wir die nächste.
Ja, wir lassen es einfach mal so. So, wir sind wieder da. Und direkt konzentrierte Angriffe. Alter, 5000. Habt ihr den Schaden gesehen? Da kommt jetzt direkt Agent I-Man. Geht das Schwert schon mal fliegen. So. Ich muss den Bonbon einmal nehmen, sonst sterb ich. Und ich will überhaupt nicht sterben. Das ist schon mal gut. Der ist schon mal weg. Das ist auch gut. Ja, damit haben wir noch die Gefährlichen für Thor da. Aber das ist egal. So. Kraftschlag. So, was mal ein bisschen Macht vom Mjölnir hier. Yay! Das ist das. Das haben wir schon da zweimal da. So, weg. Jetzt kommt die nächste. Da können wir eigentlich schon mal direkt so machen. Wow, der da oben ist schon fast down. Das hat so schön alles geklappt. Und da kommt wieder dieser Spinnensinn. Aber es ging daneben. Wir sind immateriell. Zumindest Thor. Dann nimmt er genau noch den richtigen. Wir kehren nicht um! Aha, ihr stärkt euch. Das ist schön. So, der ist schon mal weg. So, und jetzt machen wir mit dem Hammerschlag alles auf. Gott sei Dank stimmt meine Aussage. So, das hätten wir auch. Noch eine größere Gefahr kommt nicht. Das weiß ich schon. Ich habe das dritte Kapitel, die dritte Mission ja schon so oft gemacht. Ah. Ja, was denn, wenn ihr das hört im Hintergrund? Ich schaue mir wie immer Two and a Half Men dabei an. Oh, so geil. Two and a Half Men. Ich bin so ein Freak drin. Also Two and a Half Men. Aber nur die Folgen mit Charlie, mit Walden mag ich nicht so. Die sind jetzt nicht schlecht, aber die kommen an Charlies Folgen überhaupt nicht ran. Leider ist Two and a Half Men ja schon Ende. Gibt keine neuen Folgen mehr. Ja, dann gucke ich auch noch The Big Bang Theory. Da muss man geguckt haben. Das ist einfach nur episch. Ich liebe Sheldon und Leonard und Howard und Raj. Die sind der Hammer. Die sind einfach der Hammer. So. Die großen Gefahren sind erledigt. Jetzt machen wir die normalen Gefahren. Und dann kommt schon der Boss und der epische Bosskampf. Hoffentlich stauben wir noch ein paar Kommandopunkte ab. Oder ein paar Steinchen. Ich habe mir vorhin gesehen, es gibt... Hatte ich gesehen, es gibt zwei E-Isos. Also die Runden. Hatte ich vorhin leider keinen bekommen. Einen für Mr. Fantastic, für den Dehnungsschlag und einmal für Volstack. Für Erholungselixier. Oh, und den habe ich nicht gekriegt. Das war so ätzend. So, jetzt machen wir erstmal dich alle. Irgendwie.
gestärkt. Und dann machen wir so. VHG Pato. Mit dem Bioshop. Ja, dann schluckt mal. So, jetzt dürfen sie beide nochmal. Aber das ist mir egal. Da gehen wir jetzt durch. So, der hat schon mal was abgekriegt. Und tschüss. So, jetzt einmal so. Und, jawohl. Und jetzt geht das auch dann noch. Oh, das sollte jetzt ganz, ganz fies werden. Er ist wütend und hat zweimal Macht vom Mund da. Oha. So. Och, das geht auch daneben. So. Komm. Ah, so herrlich. So, das hätten wir. Bla 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 bla. Ja, ja, ja. Jetzt holen wir sie alle raus. Fast alle. Ja, und jetzt lädt der Ladebalken. Der Ladebalken lädt. Ja, komm. Da geht doch. Nur noch so ein Ding. Nur leider bringt uns das nichts. Weil wir brauchen... Nein, wo muss das? Wo ist das? Da. 16 Stück und ich habe nur 5. Ich könnte mir natürlich die noch kaufen. Aber wofür? Ich habe die Netzhandschuhe. Die gibt es ja gleich bei... in dem epischen Bosskampf. Noch eine Welle. Und das war mein Handy. Und jetzt. Alle da fummelig markiert. Ich liebe das. Die spare ich mir noch auf, Agent Zodiac. Jetzt versuchen wir erstmal den da. Und wie wir den verhauen. Jetzt stärken wir uns. Und tschüss.
Tschüss. Kann ich mir reden. Tschüss. So. Weg ist er. Jetzt kommt Agent Zodiac. Der Goldstreaming Eagle. Oh. Da werden Erinnerungen wach. Ohne Scheiß. So, der erste ist schon mal weg. Oh oh. Och, der Schaden geht ja noch. Ich gucke ein bisschen. So. Das geht Gott sei Dank auch gut. Das geschafft. So. Das war die letzte Gefahr. Jetzt holen wir uns die letzten Belohnungen ab. Ja, zwei Netzschwinge haben wir noch. Und zwar jetzt gleich beim Bosskampf. Bei Jack-O-Lantern in der ersten Welle. Dann haben wir sie endlich hinter uns. Dann muss ich mich mit denen nicht mehr ärgern. Das ist ja die nächste Spezialposition, was ja die 30. ist. Das ist genau so. Ich tippe mal, die kommt so um Halloween rum. Oder hört so um Halloween auf. Ich habe keine Ahnung. Ist so meine Vermutung. So, das haben wir. Und jetzt kommt der Bosskampf. Und da nehme ich immer die gleiche Psylocke. Na komm, gib Gas, Junge. Die Balladebalken, würden Sie bitte hier erscheinen? Wir warten sehnsüchtig auf Sie, damit wir dann endlich diesen Bosskampf bestreiten können. Vielen Dank, dass Sie erscheinen. Wir mögen Sie auch sehr gerne, aber jetzt dürfen Sie auch gehen, damit das Bild erscheint. Dankeschön. So, da haben wir sie doch. Wer darf anfangen? Wir dürfen anfangen. Und Agent SUG Darkness kommt sofort. Mit Groat. Und nimmt sie schon mal direkt die beiden vor, das ist gut. Oh oh. Und da sehen wir, wie Spinnen sind auftauchen. Oh. Wir kriegen auf die Fresse. Beziehungsweise momentan kriege nur ich auf die Fresse. Und jetzt auch Spider-Man 2099. So. Okay. Zukunftswissen gefällt mir immer. Spiegelbilder gefällt mir auch. Holographischer Assistent macht bei denen überall Schwachpunkt. Das ist so geil. Daneben. So. 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 Endlich treffen wir ein. Ups. Okay, jetzt, So. Ja, Jack-O-Lantern muss ordentlich einstecken. Und wie? Das ging daneben. Das auch. Jetzt werden wir ihm mal ordentlich Schaden zufügen. Geht das daneben?
Ach, egal. Soll's daneben gehen. Deswegen. Der Fall hat er das denn? Kann ich mal total übersehen, dass er das hat. So. So, der ist schon weg. Der auch. Und der auch. So, jetzt haben wir mal alle drei auf einen Schlag getötet. So, wir sind die Netzschwinger. Los, Leute! Wir dürfen anfangen und das nutzen wir sofort für einen Bonbon-Eimer. Schön, wenn man das liest, dass das alles schön daneben geht. So. Scheiße. So hatte ich das eigentlich nicht gewusst. Also das war jetzt schon mal gut. Und das ist jetzt auch sehr gut. Wieder daneben. Aber er darf halt immer zweimal wegen aufgestaute Wut, aber immateriell ist gut. Zu gut. Das hat schon mal gesessen. Wieder daneben. Ausgehungert, da bist du auch daneben. Daran könnte man sich echt gewöhnen. Und tschüss. Nein, er lebt noch. So, jetzt machen wir mal die Böss weg. So. Jetzt holen wir uns nochmal aus für den letzten Boss. Für den grünen Kobold, der ja danach kommt. Und jetzt machen wir Nadelkissen. Dann nehmen wir ihm noch den Blutgeruch weg. Exodentron, ne? Und jetzt darfst du gehen. Und jetzt kommt der grüne Kobold, der wird absolut gar kein Problem sein. Dann machen wir dasselbe Spielchen nochmal. So, das Vieh kommt direkt. Dann kriegst du das. Eingenetzt. Schwindel. Ungeschützt. Herrlich. Dann... Alles geplant, Leute, ne? Er ist dran. Kriegt er nochmal da... Oh, herrlich. Der hier auf die Fresse kriegt. Ah, fast. So, jetzt machen wir es nochmal... Das hier? Um es noch schon ein bisschen stärker zu machen. Und jetzt wird's wehtun. Guckt euch den Schaden an. Oh, geil. So, das hätten wir. Der Bosskampf ist geschafft. Jetzt warten wir auf die Bossbelohnung. Bossbelohnung, ich warte, ja, ja, ja. So, da ist er wieder. Erholungselixier Voltstack, rösten. Abklingzeit von Erholungselixier wird zurückgesetzt, wenn ein Feind besiegt wird. Und Dehnungsschlag, Dehnungsschlag wendet Festhalten an. Gucken, was wir kriegen. Nichts, wirklich wieder nichts, wie immer eigentlich. So, die Texte brauchen wir nicht. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, wir könnten uns auch gehen. Könnten wir, aber wir wollen uns ja Silk holen, also kämpfen wir jetzt mit Morlun.
So. Bla 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 bla. Es dürfen nur die Spinnenarmee und ich ran. So, ich bin sowieso immer dabei. So, und wir nehmen natürlich dich mit. Und dann kann's losgehen. Unser letzter Kampf in der Spitzerepression. 29. Wie ich das herbeisehe, ne? Weil ohne Scheiß, diese Spitzerepression ging mir tierisch auf den Senkel. Und ich bin froh, wenn die vorbei ist. Das letzte Mal Morlun und Khan. Yay. Wir dürfen auch noch anfangen. Agent Annaline kommt. Realitätshacken ist immer gut. Schutz bekommen wir auch noch. Und jetzt alle vergiftet. So, und wir müssen erst auf Morlun gehen, weil irgendwie wenn ich auf Khan klicke, geht's trotzdem auf Morlun. Machen wir einfach immer ihn platt und dann ist gut. So, damit ist er schon mal flankiert. Dann... Kissen. Und dann... Machen wir uns dann jetzt Spielbilder. Zu den Realitätshacken, das ist super. So, er hat noch 11.000. Jetzt hat er noch 8.700. Das geht schnell und Khan ist... Das Schlimmste ist, wenn die ihre Inheritorkraft herausholen, mit Macht saugen. Das ging erstmal... Oder Macht ziehen. Aber das ging erstmal daneben. Der Spinnensinn. Wieder Macht saugen, das geht wieder daneben. Und jetzt... Komm her. Ich muss zugeben, offscreen habe ich Spider-Man im Bosskampf einmal verloren. Sonst niemanden. Auch daneben. Das sehe ich so sehr. Absolut. So. Machen wir uns jetzt wieder Spiele, oder? Wir müssen zugeben, dass wir den kaputt... 4740 hat er noch. Ja, wir müssen das nehmen, damit wir ganz schnell viel loswerden. Okay, das ist sehr wenig. So, das sollte ich jetzt aber schaffen, dass wir den kaputt kriegen. Aber erstmal holen wir uns Ausdauer. Zack, 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 zack. 1374, ich darf noch schlagen. Und das war's. So, der ist schon mal weg. Das Machtziehen geht wieder daneben. Beugt sich. So. Zack, zack, zack. Jetzt machen wir vergiftet. Nadelverseuchung und Blutungen. Dazu kommt jetzt noch das Nadelkissen. Und dazu kommt jetzt noch der Netzhandschuh. Schaden ist zwar lächerlich, aber macht Schwindel ungeschützt dabei. Wir dürfen nochmal. Wir machen jetzt unsere Buffs weg. So, das war's. Diesmal trifft es. Desorientiert. Immerhin ging es Gott sei Dank daneben. Ich habe die Desorientierung komplett gerade vergessen.
So, und jetzt müsste es mal ordentlich was auf Minus gehen. Irgendwie. Das war's schon. Ja, Spidey ist damit durch auch fast fürs Training fertig. Er hat ordentlich abgesahnt und dann haben wir es geschafft. Kriegen noch einen Kommandopunkt. Und die Spezialportion ist fertig. Und Silk gehört uns. Silk rekrutiert. Super. Aber ihr seht, wir haben noch einige Helden vor uns. Oh, hör zu. Ich mach das noch nicht so lange, aber ich bin hier, um zu helfen. Du hast geholfen, mich vor diesem Kobold zu retten, aber die Sache ist noch nicht vorbei. Lass mich einfach wissen, wie ich helfen kann. Okay, alles gut. Gib cool. So, jetzt müssen wir dann jetzt auf den Ladebalken warten, bis er sich fertig geladen hat. Da ist er schon fertig. Hier, seht ihr, hier kriegt man diesen Netzhandschuh, den man mit 16 von den Dingern hier erforschen kann. So, wir haben hier ein Ich bin Juggernaut. Immer Ich bin Juggernaut erhält eine Chance, Wucht beim Einsatz zu behalten. Und den habe ich schon. Dann hätte ich jetzt entweder Kommandopunkte oder auch schon mal den Steinchen. Das Steinchen. Jetzt kriege ich den schon wieder, toll. Aber egal, Hauptsache ich haben. So, jetzt können wir hier gehen und jetzt holen wir uns noch ein Gold, weil das sollte für 4 Sterne eigentlich gereicht haben. Wunderbar. So, dann haben wir 19 Gold insgesamt. So. Super. Damit haben wir die Spezialoption geschafft bei noch 10 Stunden und 19 Minuten übrig. Das heißt, wir haben ungefähr jetzt ein Part von... Ja, knapp 40, etwas mit knapp 40 Minuten. Ja, dann verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt erstmal nachschauen, was ich in Kapitel 1 und Kapitel 2 der Season 2 für Helden brauche. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Marvel Avengers Alliance. Mal gucken, was wir dann machen. Bis dahin, ciao.